Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Für alle die, die meinen Kanal kennen, ihr wisst, ich schließe nicht einfach an und zeige euch, wie denn funktioniert. Deswegen wird dieses Video auch wieder ein zweigeteiltes Video. Erst zeige ich den, wie ich es anschließe. Der zweite Teil ist, dann gucken wir uns die Hardware genauer an beim Einrichten. Und dann fange ich auch gleich mal an, würde ich sagen. Ist ja nicht viel anzuschließen, aber ich mag es nicht und habe von Anfang an gesagt, wenn ich was bekomme oder was benutze und so, ich zeige wirklich 1:1, wie man es anschließt. So, jetzt brauche ich erstmal Strom. Ich habe ja Gott sei Dank wieder Strom frei. Ja, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da rankomme. Wo haben wir sie denn? Die Steckdose? Da hinten haben wir sie. Upsala. Wird nämlich langsam echt knapp mit meiner Steckdosenleiste hier. Oder Steckdosenleisten. So. Ich werde Amazon Free TV auch an Hauptort Capture anschließen. Für die ersten Tests, um das vernünftig aufnehmen zu können, um euch das vernünftig präsentieren zu können. So, wir schließen jetzt erstmal ein Stromkabel an. Der ist hier. Ist er doch? Ja. Oh, der ist sehr fest drauf. Man kann auch... Und es geht nicht ab, also das ist schon mal gut. Deutliches Pluspunkt. Deutlicher Pluspunkt. Jetzt muss ich mir erstmal von hier den HDMI-Kabel klauen. Und den LAN-Kabel brauche ich eigentlich auch von hier. So. Reicht der Kasten? Der reicht bis runter, gut. Den werde ich nämlich erstmal hier reinlegen. So, dann schließen wir mal den LAN-Kabel auf der linken Seite ganz hinten an. Dann machen wir den HDMI-Kabel ran. So. Und Ebert vergessen, ich habe nämlich hier noch eine Festplatte. Die Seagate Wireless Plus, die werden wir da einfach mal mit anschließen, um zu gucken, inwiefern und was da alles unterstützt, weil ich habe da ein paar Filme drauf, ich habe ein bisschen Musik drauf, also da ist so gut wie alles Mögliche drauf. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier alles irgendwie heil hier unten drunter eingebaut bekomme, weil mein Platz geht langsam echt zur Neige. So, die Festplatte mache ich hier rüber. So. Und schon sind wir fertig mit Anschließen. Ich habe den Strom dran, ich habe den HDMI-Kabel dran, ich habe den LAN-Kabel dran und ich habe den USB-Kabel dran. Den optischen habe ich noch nicht dran, den werde ich später anbauen, aber das ist ja kein Problem, da einen optischen Kabel ranzumachen. Den muss ich nämlich erst suchen, weil ich nicht mehr so viele habe. Ich habe glaube nur noch einen. So, und das war's auch schon. Schon ist die Box angeschlossen mit wenigen Handgriffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich am PC bzw. Hauptort Capture, wo wir die Amazon Box dann genauer unter die Lupe nehmen werden. Bis dahin, ahoi! Einen wunderschönen und ich begrüße euch zum zweiten Teil der Amazon Free TV Box. Und wir haben die ja eben angeschlossen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt stehen wir kurz davor, sie das erste Mal richtig in Betrieb zu nehmen.
Wir haben die Möglichkeit anmelden oder ein Amazon-Konto erstellen. Ich habe natürlich ein Amazon-Konto, das werde ich benutzen. Da steht auch die E-Mail-Adresse maxmustermann@amazon.com. Die können wir halt hier setzen. Hoppala, Entschuldigung. Das werde ich natürlich dann ausblenden, wie meine E-Mail-Adresse ist. Und Passwort logischerweise auch. Die Fernbedienung geht echt gut, muss ich sagen. Also nicht so abgehakt. Also wenn man jetzt hier, kann ich euch per Passwort gleich mal zeigen, weil ich mache ja hier einen großen Balken drüber. Na, wo haben wir denn den Buchstaben, den ich suche? So, jetzt kommen wir zum Passwort eingeben. Und jetzt zeige ich euch das mal. Ich drücke jetzt einmal nach rechts. Zack, und hinten bleibt er stehen. Zack, und geht nicht weiter. Da muss ich loslassen und mache einmal weiter und zack. Und jetzt geht sehr flüssig. Bin ich schwer begeistert. Also bin ich echt gut, finde ich echt gut. Also wenn ich da bei PlayStation oder bei anderen Geräten manchmal angucke, ehe du da irgendwo was eingegeben hast, oh, ist das manchmal ein Krampf. Das geht hier schon. Ich habe eigentlich gedacht, weil keine Tasten drauf sind, dass es das hier etwas komplizierter ist und wieder was langwieriger ist, aber. Ach nee, falsch. Falsch, 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 falsch. Ich muss zurück machen. Weiter. So. Löschen da. Ach, löschen kann ich auch mit den Zurücktasten. Ah, das ist auch gut. Wie war denn mein Passwort da? Ich glaube und hoffe, dass es das jetzt ist, was ich eingegeben habe. Anmelden. Jo, müsste. Anmeldung erfolgreich. Okay. Weiter als Daniel. Ja, also man kann auch mehrere Konten haben, so wie es aussieht. Das ist ja schon mal gut. Ah, hoppala. Serien. Hier kann ich euch gerade mal was zeigen. Das ist zum Beispiel Alpha House. Ich glaube, das war eine Exklusivserie von Amazon. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Oh, The Walking Dead. Was mir auf jeden Fall auffällt, im Gegensatz zur Amazon-App auf der PlayStation 3 bzw. PlayStation 4, die Suchfunktion ist, also die Find-Funktion hier aktuell und so, ist hier wesentlich besser als ja, auf der PlayStation 3 und PlayStation 4. Man hat hier mehr Kategorien. Ah, hier unten sind auch die Spiele. Apps, Fotos, Einstellungen. Was haben wir denn hier? Einstellungen. Wir gehen erstmal zur Einstellung und stellen mal unsere Box komplett ein. So, Bildschirmschoner wollen wir anhaben. Ja, das finden wir gut. Auflösung. Da bleibt es stehen. Mosaik ist. Nee, wir machen mal lieber das. Das sieht cooler aus, wenn das Bild so rumzoomt. Amazon-Sammlung. Ach, da können wir jetzt auswählen. Aha, okay. So, zurück. Funktioniert alles sehr gut. Nach 5 Minuten finde ich auch okay.
Langs Mittel finde ich auch okay. Zufällige Wiedergabe machen wir aus. Ja, nochmal zurück. Das können wir alles so lassen. Was ist denn hier los heute hier? Twitter, Twitter und och, ist ja nicht normal. So. Kindersicherung können wir aktivieren, brauche ich nicht. Steuerung. Amazon Bluetooth Gaming Controller. Den wollen wir verbinden. Dann können wir das ja gleich mal machen. Die Option wäre. Was? Suchen. Ja, das wollen wir ja machen. So, und jetzt soll ich die Home-Taste ja hier drücken. Und die soll ich so circa 5 Sekunden gedrückt lassen. So stand es auf dem Zettel. Und so stand es da ja auch. Wird ge kann ich jetzt hier auch? Oh, jetzt kann ich so ja mit dem Controller links, rechts gehen. Das geht aber schnell mit dem Verbinden, muss ich sagen. Das ist ja gut. Also wenn das nicht mal schnell war, dann weiß ich auch nicht. So, wir waren aber jetzt bei Steuerung. Wir waren jetzt bei Anwendungen. Machen wir mal an. Amazon Game Prime. An. Ist auch alles an. Ja. Ich schalte einfach mal an App Store an. Externe Marktverbindung. Nicht öffnen, vor Öffnen fragen. Ja, ach, machen wir einfach mit Amazon öffnen, ist schon okay. Alle installierten Apps verwalten. Ach so, cool. Amazon Video ist mit bei, Fotos, Game, App Store, Wetter, Spotify ist ja mit bei. ID ist auch schon da, okay. Jetzt gucken wir uns mal das nächste an. Streamen, Info, Netzwerkkalibrierung, Konfiguration meine ich. Drücken Sie Select, um Ihre Verbindung manuell zu konfigurieren. So. Das ist okay so. Werden wir ja gleich gucken, ob das funktioniert. Bitte nicht stören. An. Oh, da gibt es sogar Geräusche. Höre ich gerade. So, ich müsste jetzt mal eigentlich das hier auf aus und da auf 1 machen. Capture, nee, Quatsch. Das 1. Julian, ob ich deinen Ton habe? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Was war denn das? War das 1? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Oh ja. Habe ich keinen Ton? Warum habe ich da keinen Ton? Ich habe das doch jetzt auf. Habe ich das auch auf 1? A1. Wieso habe ich keinen Ton auf meinem Headset? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Kotzt mich gerade ein bisschen an, dass ich keinen Ton auf meinem Headset habe, obwohl ich das richtig eingestellt habe. Die Box geht an Hauptaug.
Keine Ahnung, ist mir jetzt egal. Oder wartet mal kurz, ich mache mal kurz eine Pause. So, da bin ich wieder. Ich habe den Fehler gefunden gehabt. Ich habe ein Kabel vertauscht. Weil wenn, dann will ich ja auch was hören, um euch das sagen zu können, wie hier, dass es hier ein Geräusch gibt. Bitte nicht stören, lassen wir natürlich nicht aus, lassen wir an. Lassen wir nicht an, lassen wir aus. Info, Entwickleroption. ADB Debugging. Das kenne ich von meinem Handy. Warnung, mit dieser Einstellung darf jeder Nutzer Ihres Netzwerks Apps von nicht vertrauenswürdigen Quellen installieren. Cool. Machen wir mal an. So. Ab. Installation von Apps erlauben, die nicht aus App Store stammen. Diese Option nur einschalten, wenn Sie als Entwickler von vertrauenswürdigen Quellen. Ja, ich weiß. Da kann ich dann natürlich, was kann ich draufklacken, klatschen, Dropbox und so was alles. Ich habe ja ein paar APKs, müssen wir mal gucken, inwiefern. Das scheint wohl alles auf Android zu basieren. Zeitzone 24 Stunden, Zeit lassen wir so okay. 11 Uhr noch was ist auch okay. Oh, jetzt bin ich bei Einstellungen raus, Jan. So. Sprache, das war natürlich Deutsch drin, würde ich sagen. Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen. Ich habe die Home-Taste gedrückt, anstatt die Taste für zurück. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen wir auch nicht. Hilfe. Ah, hier finden wir Hilfe zu Videos. Schnappschuss, okay. So, mein Konto. Hallo Daniel. So, machen wir mal synchronisieren, mal gucken, was er sagt. Sagt nichts. Okay. Ich hatte aber eigentlich ein paar Apps. Ein paar sind schon vollfertigt. Ich finde die Grafik gut mit diesen fetten Balken. So, was gucken wir an? Gucken wir uns mal bei Plex ran hier. Kaufen. Sie haben 0 Coins. Da brauche ich Coins. Wieso brauche ich eine Coins? Müsste ich kaufen. Kaufen will ich nicht. Gehen wir mal bei Serien rein. Hier zum Beispiel Alpha. Staffel 2. Ich gehe mal. So. So, kann ich mir dazufügen. Ach so, das war die Staffel. Aha. Aha. Ja, muss man ja erstmal hier zurechtfinden. Als erstes war die Staffel. Die will er ja nicht starten. Da müssen wir hier rauf gehen. Pause geht. Mit dem Spulen, das funktioniert auch sehr gut, auch in verschiedenen Geschwindigkeiten. So, gehen wir mal zurück, das war ja original. Steht das auch irgendwo da? Ah, das steht so ja da, noch 20 Minuten. Habe ich
hier steht leider nicht da, ob es mit Untertitel ist oder nicht. Wir gehen natürlich jetzt mal zurück. Wir wollen ja was Deutsches gucken. Gehen wir mal bei Walking Dead rein. Kostet natürlich Geld. Ja, wie gesagt, bei Amazon Prime, alles ist nicht gratis. Aber irgendwas war auch noch gratis. Teen Wolf. Das ist nicht ab 18, müsste vielleicht gratis sein. Was bisher geschah bei Teen Wolf? Ich werde Allison diesen Sommer nicht sehen. Keine Nachrichten, keine Anrufe. Also die Bildqualität sieht schon mal sehr gut aus. Ein Alpha-Rudel. Sie haben Boyd und Erica. Es gibt eine Art Anführer. Er wird Ducalis genannt. Sei still. Ja, da warte ich noch auf die nächste Staffel, weil die habe ich schon komplett geguckt. Ist jetzt Staffel 3? Ja, stimmt, Staffel 3. Mir war irgendwie wie Staffel 4. So, jetzt gehen wir mal einfach gucken, wie viele Folgen hier drin sind. Ich habe 21 oder 24. 24 habe ich geguckt, ne? 24 Folgen sind auch da. Was bisher geschah bei Teen Wolf? Im Grunde habt ihr in eurem Verstand eine Tür geöffnet. Lass mich rein. Oh, für dieses Video können Untertitel angezeigt werden. Aha. So, dann haben wir hier die Option. Erneut starten. Okay. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ich hier diese Untertitel starten kann. Was bisher geschah bei Teen Wolf? Im Grunde habt ihr in eurem Verstand. So. Wir können von Anfang an anschauen. Ja, aber wie können wir jetzt diesen Untertitel? Im Grunde habt ihr in eurem Verstand ein. So, jetzt will ich aber mal diese Sprachfunktion testen. Teen Wolf. Oh, funktioniert so ja. Alter Schalter, ist das geil. Ja, wollen wir? Und da zeigt er uns gleich Teen Wolf an. Was können wir noch suchen? Stargate. So, jetzt machen wir das mal ganz genau. Stargate, Staffel 3, Folge 5. Ne, das will er nicht. Stargate, Staffel 3. Staffel 1. Ja, mal gucken. Stargate, Staffel. Aha, da zeigt er auch alles andere an. Cool. Also die Sprachfunktion funktioniert echt geil. Hauptmenü. So, der zeigt mir dann nur das an. Aha, okay. So, was haben wir denn noch? Beowulf. 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 Ah, jetzt, da hat er dann doch mal gemacht. Aber findet eine Station. Okay. Wo können wir denn jetzt noch austricksen? Oh doch, da zeigt er mir sowas an. Ist ja geil. Den kenne ich. Wieso zeigt er mir da Voyager an? Gab es da auch Folgen mit Beowulf? So, aber was ist denn das für ein Beowulf? Von 1998. Ach, das mit dem Highlander-Typen. Kaufen. Zeitschrift hinzufügen, den muss ich mir mal speichern. Den will ich mir mal wieder angucken. Ich glaube, das müsste mit dem Highlander-Typen sein. The Big Bang Theory. Habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Aber er findet's. Also auch Leute mit nicht so viel Englischkenntnisse kommen damit klar. Und er findet's relativ schnell. Ah, die kosten alle Geld.
Ich bin erstaunt, wie schnell und flüssig das läuft. Ich drücke jetzt einfach nur nach rechts und das flutscht hier nur so durch. So, jetzt gehen wir mal zurück. Was haben wir denn hier noch? So, Apps. Entschuldigung, Leute. Oh. Wir haben auch noch Spiele. Also ich würde sagen, zu Spielen mache ich extra eins. Zum Spielen mache ich extra ein Video, wo ich dann mit dem Game Controller einfach mal ein paar Spiele anspielen werde. Um da... Minecraft... Oh, da gibt es aber auch viel. Aber ich werde natürlich keins kaufen. Ich werde nur die Gratis-Dinger benutzen. Um da so einen kleinen Überblick zu bekommen. So, Apps. Muss ja irgendwo hier auch ein Amazon App Store sein. Wetter. Beliebteste App, Nachrichten, Musik. App-Bibliothek ist leer. Okay. Hm. Startseite. Amazon Prime Video. Also das ist hier alles Prime. Das ist alles das, was ich gratis gucken kann. Oh. Ich kann mir Django Unchained angucken. Jetzt anschauen mit Prime. Also das ist echt ein geiler Film. Also den kann ich echt nur jedem empfehlen. Und selbst mit meiner 6000er Leitung läuft das sehr flüssig. Also da bin ich ja schwer begeistert. Gut, solange die nicht als Erste schießen, schießt sie keiner ab. Das wäre viel zu einfach für diese Spaßvögel. Wir peitschen den Niggerfreund zu Tode. Und ich werde es höchstpersönlich übernehmen, dem Affenarsch die Haut abzuziehen. Also so oft wie da das Wort in, das öse N-Wort kommt in dem Film. Aber davon mal abgesehen, finde ich die Story recht geil. Und der Doc Schneider, der von einem deutschen Schauspieler gespielt wird, ich komme jetzt nicht auf den Namen, absolut cooler Charakter. Echt geil gemacht. So. Jetzt gucken wir uns das mal an mit FreeTV loslegen. Gucken wir uns mal die Einführungsvideos an. Würde ich jetzt sagen. Hallo und willkommen zu Ihrem neuen Amazon Fire TV. Damit Sie Ihren neuen Streaming Media Player optimal nutzen können, möchten wir Ihnen gerne auf einer kurzen Tour alles zu Ihrem Fire TV erklären. Mit dem Fire TV können Sie wahnsinnig viel Unterhaltung streamen und mit der Amazon Fire TV Fernbedienung steuern Sie alles. Über die Sprachsuche, für die Sie nur die Fernbedienung und Ihre Stimme benötigen, können Sie ganz einfach Ihre Lieblingsmedien aufrufen. Ja, das haben wir getestet. Das ist ziemlich genial. Fangen wir an. Halten Sie diese Taste oben auf der Fernbedienung gedrückt, warten Sie auf die Anzeige und nach dem Ton sagen Sie, was Sie schauen möchten. Alpha House. Ihre Auswahl erscheint auf dem Bildschirm. Ihre Sprachinformationen verarbeiten wir in der Cloud, damit wir Ihnen noch bessere und noch schnellere Ergebnisse für die Suche liefern können. Mit Ihrer Stimme können Sie Filme, Serien, Schauspieler und Filmkategorien finden, sogar Spiele und Apps. Sie brauchen nicht mal suchen oder abspielen zu sagen. Einfach die Sprachsuche-Taste gedrückt halten, den Titel nennen und das Fire TV zeigt Ihnen die Treffer für Ihre Suche an. Actionfilme. Drücken Sie einfach hier, um eines der Ergebnisse auszuwählen. Die Fire TV Fernbedienung ist auch sonst ganz einfach. Die Startseite-Taste bringt Sie von überall im Menü zur Startseite von Ihrem Fire TV. Das haben wir getestet, funktioniert. Zurück-Taste.
Kehren Sie immer zur vorherigen Seite zurück. Drücken Sie hier, um nach oben, unten, links und rechts zu navigieren. Zum Auswählen die Taste in der Mitte drücken. Das Fire TV empfiehlt Ihnen sogar Filme und Serien, die Ihnen gefallen könnten. Diese und andere Filme und Serien können Sie zum später gucken auf Ihrer Watchlist speichern und über die Startseite aufrufen. Einfach hier klicken. Wenn Sie Amazon Prime-Mitglied sind, erhalten Sie zusätzlich zum Premium-Versand und der Kindle-Leihbücherei unbegrenzten Zugang zu tausenden Filmen und Serienepisoden, ohne jegliche Zusatzkosten. Stöbern Sie einfach in der Prime-Auswahl nach Kategorien. Noch kein Amazon Prime-Mitglied? Kein Problem. Gleich nach diesem Film haben Sie die Möglichkeit, sich für 30 Tage kostenlos anzumelden. Ganz einfach zum Ausprobieren. Als nächstes Spiele. Mit dem Fire TV können Sie eine Menge Spaß haben. Einfach die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder den separat erhältlichen Amazon Fire Game Controller benutzen. Also finde ich echt super erklärt, muss ich sagen. Wenn Sie ein Amazon Fire Tablet besitzen, können Sie ein Video auf Ihrem Tablet beginnen, auf Ihren Fire TV flippen und einfach an der gleichen Stelle weiterschauen. Oh, das ist ja geil. Mit Amazon Cloud Drive können Sie Ihre Bilder und auch eigene Videos in der Cloud speichern. Mit Ihrem Fire TV können Sie diese dann jederzeit auf dem großen Fernsehbildschirm abrufen. Okay, also das waren jetzt erstmal die allerwichtigsten der vielen Funktionen. Wenn Sie diesen Film nochmal sehen wollen oder mehr Hilfe brauchen, gehen Sie zu Einstellungen, klicken Sie auf Hilfe und schon finden Sie, was Sie suchen. Danke und viel Spaß mit Ihrem neuen Amazon Fire TV. Also das finde ich, also nicht Free TV, sondern Fire TV heißt das, habe ich mich immer falsch ausgedrückt. Also das finde ich wirklich super hier, wie das erklärt wird. Also das ist ja wirklich geil. Auch hier die Anschlussmöglichkeiten. So, aber ich suche ja den Store. Also das ist wirklich geil. So. Aber wir suchen den Store. Wow. So, Prime, Serien, Watchlist. Watchlist habe ich natürlich schon einiges drauf. Ja, nicht wundern, das ist für Mia and Me, das ist für meine Tochter. Ja, also ich habe hier auch für meine Tochter, weil wie gesagt, das ist für mich Boston Legal, finde ich cool. Den habe ich noch nicht geguckt. Den liebt meine Tochter. Und hier, ja, so Haufen Kinderfilme drin. Wir haben da schon viel bei Amazon geguckt. Ich würde aber jetzt gerne mal wissen, wie ich hier Apps runterladen kann. Hoppala. Apps. Zurück. Hä? Fotos? Achso, das ist... Achso, das ist meine Handynummer. Das muss ich noch ausblenden. Sende ich mal einen Link an mein Handy. So. Da habe ich jetzt was gekriegt. Sehen Sie Fotos an Ihrem Telefon? Ja. Link öffnen. Ja. Da komme ich jetzt direkt zur Amazon Cloud. Dann sagt er mir Google. Google Play Store auf dem Handy. Und ich sage jetzt mal installieren. So, und jetzt wird das auf meinem Handy installiert. So, wir haben auch... Was haben wir denn noch? So. Ist er jetzt fertig? Nee, das wird gerade installiert. Sorry, wenn es ein bisschen was dauert, Leute. So, öffnen. So, Amazon Cloud wird geöffnet. Am Handy. Willkommen. Weiter. Okay. Fotos, Videos hinzufügen. Fotos. Okay. Foto auswählen. Nehmen wir mal mein Logo und speichern. Upload zu Cloud. So, jetzt gehe ich nochmal auf Fotos. So, habe ich da eins ausgewählt. Speichern. Upload zu Cloud Drive läuft. Achso, das läuft gerade.
Der macht hier gerade alles hoch. Abbrechen. Upload abbrechen. Ich will nur das hochladen. Und jetzt mal gucken, ob es auch funktioniert hat. Ach, das sind die Testaufnahmen, die ich mit der Gear gemacht habe. Der ladet dann nämlich gleich alle Bilder hoch. Aha, das ist ja schon mal gut zu wissen. Also das funktioniert. So, ich würde jetzt trotzdem aber gerne die Apps finden. Hier sind die Apps, aber wie komme ich hier an neue Apps? Kategorien. Mhm. Produktivität, Spiele, Sport, Unterhaltung, Wetter, Wirtschaft, Finanzen. So, gucken wir einfach mal Unterhaltung. Ach so, okay. Oh, das brauche ich auf jeden Fall, YouTube. Kostenfrei. Also gibt keine App direkt für Amazon App Store. So wie es aussieht. Das läuft alles über diese Kategorien. So, jetzt öffnen wir YouTube auch gleich mal. Und wir können YouTube-Videos gucken. Coole Sache. Wir müssten uns auch irgendwo hier unten, da, Sing-In, hier können wir uns dann anmelden. Da brauchen wir dann nur auf YouTube gehen und können wir mit dem Handy machen oder so auf YouTube gehen und diesen Code eingeben. Da oben steht nämlich die Adresse und da geben wir den Code ein und dann sind wir auch mit unserem Benutzerkonto verbunden. So. Wir wollen aber jetzt noch weiter gucken. Oh, wir haben auch youtube.com. Okay. Das laden wir auch mal runter. Da will ich dann mal gucken, was da der Unterschied ist. Download läuft. Kann ich das jetzt auch... Ach, das läuft automatisch im Hintergrund. Tube haben wir hier auch. Ich werde die alle mal runterladen und dann mal testen. Das werden wir in einem späteren Videos... werden wir dann mal die einzelnen Varianten durchgehen. Oh, Spiegel Online, das brauche ich auf jeden Fall. Weil ich gucke ja zu gerne Spiegel TV. Jetzt gucken wir mal rein, ladet der auch weiter runter? Der ladet sogar weiter im Hintergrund runter. Das ist ja richtig geil. Oh, Twitch gibt's auch. Mal runterladen. Nochmal YouTube. Kostenfrei, laden wir auch mal runter. Aha. Hier gibt es ja richtig... Oh, Kaminfeuer, das brauche ich auch. Nee, ich will nicht zahlen. Zahlen will ich jetzt nicht. Schade. Cams on TV. Nehmen wir auch mal. Was haben wir da? Oh, hier gibt es ja so viel. Kostenfrei. Oh, Manga, Manga, Manga. Brauche ich. Installation läuft. Öffnen. Ist schon fertig. So, ja, leck mich am Arsch. Cloud wollen wir auch. Oh, nehmen wir auch mal. Ein bisschen, ja, Auswahl. Das läuft ja richtig flüssig, läuft das ja. Ah, schade, dafür muss man auch Coins bezahlen. Kostenfrei. iComedy kenne ich gar nicht, aber nehmen wir einfach mal. Und vor allem, ich finde es gut, dass man hier nur anklicken muss. Ah, Coins. Und der installiert das, so wie wir das kennen, vom Handy. Und man muss nicht zurück oder irgendwas machen. Sehr geil, hört er ja nicht mehr auf. Katzen-TV. Auch nicht schlecht.
gibt's aber. Halleluja. So, Unterhaltung. Wetter brauchen wir auch. Ach du Scheiße, da gibt's aber viel. Wetter. Kostenfrei nehmen wir. Das kostet. So, das brauchen wir nicht. Wirtschaft und Finanzen, was haben wir denn da Schöne drin? Nö, interessiert uns nicht. Unterhaltung. Unterhaltung waren wir eben drin. Sport interessiert mich eigentlich gar nicht. Spiele. Nee, Spiele will ich jetzt nicht wirklich. Oder ach, laden wir einfach mal mit runter. Wir nehmen mal hier das. Kostenfrei. Oh, Dominions. Kostenfrei auf jeden Fall. Da wird mich meine Tochter aber freuen. Die liebt ja diese Minions. Minecraft kostet garantiert Geld. Ja, sage ich ja. So, aber dieses Bowling will ich haben. Oh, Zen Pinball, das habe ich schon auf der PlayStation, das will ich hier auch haben. So, Sonic. Ah, das kostet Geld. Solitär, das brauche ich auch, das ist geil. Zum Zeitvertreib ist das immer gut. Kostenfrei. Oh, The Walking Dead. Ja, das nehmen wir natürlich auch. Controller nicht erkannt. Trotzdem, ja. Konto wird überprüft. Achso, jetzt wird überprüft, ob ich 18 bin, glaube ich. PIN für Kindersicherung. Ich habe doch gar keinen PIN. Ja, ist meistens 4x die 0. Ist es nicht. Auch nicht. Bitte prüfen Sie, ob PIN übereinstimmt. PIN erneut eingeben. So. In Verarbeitung. Okay. Wo ist denn das? Oh, hier gibt es so viel. Oh, Tetris. Tetris brauchen wir auch. Oh, you don't know, Jack. Geil. Das habe ich damals auf dem PC geliebt. So, das müsste jetzt aber auch reichen. Ein Farmsimulator, gucken wir mal rein. Das kostet auch Geld. So. Das müsste aber jetzt reichen. So. Produktivität. Ja, der stößt jetzt langsam an seine Grenzen. Ja, weil ich habe ja nun mal wirklich viel jetzt gesagt. Was ist denn dieses hier? Free. Okay. Kostenfrei. Steht alles in Englisch da. Aber ist gut, dass man sich hier auch Bilder angucken kann. Ach, da kann man sich praktisch seine Cams, die man im Netzwerk eingebunden hat, ohne schlecht. Habe ich ja nicht. Was haben wir hier? Ah, E-Mails. Aha. Okay, na, das laden wir mal runter. So, Musik. Was haben wir bei Musik? Spotify habe ich ja. Was haben wir denn noch? Ja. SB-Player, was ist ein SB-Player? Achso, das ist für das Netzwerk. Ja, ist eigentlich uninteressant. Kochen leicht gemacht. Auch das klingt ja auch gut. Das brauche ich auf jeden Fall, weil meine Tochter meckert nämlich immer rum über das Essen. So. Kinder und Jugendliche. Okay. Da sind 11 Sachen drin. Da nehme ich auf jeden Fall mal ein bisschen für meine Tochter mit.
rosa. Hm, mal gucken. So. Oh. Coole Sache. Das nehmen wir auch. 2 plus 2. Das kostet Geld. So. Gesundheit und Fitness. Nee, eher nicht. Okay. Bildung. Bildung klingt auch gut. What's Art? So, aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug Apps. Hoppala. Aha, da ist Login. Okay. Da ist mein Spiegel. So, hier sind die Spiele jetzt alle drin. Das geht echt sehr schnell und sehr fix. Ach, hier sind so ja die YouTube-Apps drin bei Spiele. Okay. Ich will mal bei Manga reinkicken. Macht mich gerade extrem neugierig. Geil. Lauter Mangas. Oh. Wie geil ist das denn? Street Fighter. Mal hier sagen, play the movie. Street Fighter Alpha. Oh, die waren so cool. Ich hoffe, die sind jetzt mit Deutsch. Damals gab es die nur in Japanisch mit deutschen Untertiteln und in Englisch. Aber nicht in Deutsch. Er lädt und lädt und lädt und lädt. Ja, ich lade auch gerade noch Apps herunter. Also es kann möglich sein, dass er gerade sagt, ich bin überfordert. Jo. Aber ich habe halt nur 6000. Dass er da dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Das ist ganz logisch. Bei einer 6000er Leitung runterladen und gleichzeitig gucken. Akuma! Da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Das ist der Sensei von Ryo und Ken. Ja, das ist jetzt die Leitung. Oh, sieht so geil aus. Oh, also ich habe da schon... Oh. So. Aber so haben wir jetzt eigentlich erstmal alles geguckt. Kann ja mal hier, guck mal, Spaß. Street Fighter. So, oh, geil. Das ist der alte Film. Das ist das mit Shang-Li. Ja, Legend of Shang-Li. Das kann ich euch empfehlen. Das habe ich mir schon angeguckt. Das ist mega geil. Das werde ich mir auf die Watchliste packen. Trailer anschauen. Ich zeige euch mal kurz den Trailer. Also. Wie du willst. Ich will wissen, wie sich dein Ki anfühlt. Beschreib es. Zuerst war es schwierig, die Welt um mich herum auszublenden. Also, aber schon bald konnte ich den Weg in meine innere Welt finden und konzentriert bei mich darauf. Hashinima, Nishinima oder ich so kann auf. Als eine kühle Welle beschreiben, die durch meinen Körper pulsiert. Auf Twitch gesehen, da haben sie so ein paar Ausschnitte mal gezeigt von den einzelnen Folgen. Das ist ein Film, aber insgesamt
unterteilt, ich glaube, in 12 Folgen oder 10 Folgen. Aber halt ein langer Film. Wenn ich euch was ans Herz legen kann, 2 Stunden 26 hier, das insgesamt, kann nur 14 Folgen sein, ich weiß es nicht. Absolut mega geil. So. Oh, hier können wir so, ja. Okay. So. Aber das soll es jetzt auch erstmal zu der ersten Vorstellung von Amazon Fire TV gewesen sein. Ich werde das jetzt noch weiter testen. Noch ein bisschen was gucken. Ich muss nämlich gleich meine Tochter bald abholen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, da wo wir dann den Controller mal testen werden. Das werde ich aber heute Abend vielleicht erst machen oder schaffen. Ich weiß nicht wann. Jedenfalls den Controller werden wir uns nochmal genauer angucken und wir werden uns noch ein paar von den Apps angucken und noch etwas genauer auf Amazon Fire TV eingehen. Ich bin bis jetzt schon sehr begeistert von der Flüssigkeit des Menüs, wie schnell es geht, dass man im Hintergrund runterladen kann, was alles möglich ist und was es alles gibt. Und ja, das werden wir auf jeden Fall noch weiter testen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi! Sagt euer Odin. Und ja, das werden wir auf jeden Fall noch weiter testen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.